Ja, hallo. In diesem Video zeige ich euch heute noch den kleinen Decoder Weiche Nano. Gestern habe ich euch ja den weichen Decoder Weiche gezeigt für vier anschließbare Weichen. An den weichen Decoder Nano kann nur eine Weiche angeschlossen werden. Die Programmierung ist genauso vom Prinzip wie auch beim Vierfachweichen-Decoder von Decoderwerk. Ich schalte erstmal meine MS2 ein. Wir haben das Keyboard aktiv und durch das Drücken der Programmiertaste versetze ich den Decoder in den Programmiermodus. Und wenn ich jetzt eine Taste hier bediene, dann ist der Decoder automatisch auf die eingestellte Adresse programmiert. Wie wir sehen, reagiert die Weiche nun auf die erste Adresse meines Keyboards. Das gleiche kann ich jetzt noch mal durchführen, beispielsweise auf Adresse 18, hier auf der linken Seite. Ich versetze den Decoder wieder in den Programmiermodus, bediene einmal die Adresse 18 und wenn ich jetzt die Adresse wieder aufrufe, kann ich die Weiche über die Decoder-Adresse 18 ansprechen. Wenn ich jetzt die Adresse 1 wähle, die ich vorhin programmiert hatte, reagiert der Decoder jetzt natürlich nicht mehr drauf. Ist klar, nur eine Adresse kann vergeben werden. Ich wechsle an der MS2 wieder auf Adresse 18. Ist jetzt hier links. Und die Weiche wird geschaltet. Genauso kann ich umprogrammieren, Adresse 26. Versetze den Decoder in Programmiermodus, bediene einmal die Adresse 26 und wenn ich jetzt die Adresse wieder aufrufe, lässt sich die Weiche schalten. Und wir sehen, die Weiche wird zuverlässig und sicher geschaltet, auch wenn nur ein Schaltimpuls von 500 Millisekunden gesendet wird. Jo, das war's. Unterschied Nano zum normalen Weichendecoder. Beim normalen Weichendecoder vierfach können vier Weichen angeschlossen werden. Der Nano-Decoder ist für eine einzelne Weiche vorgesehen. Passt allerdings wegen der relativ großen Bauteile wie die Anschlussklemmen und auch den kleinen Stützkondensator nicht in eine Weiche rein. Beim M-Gleis reicht der Platz nicht aus. Ich denke auch beim C-Gleis wird der Platz nicht ausreichen, um diese Platine direkt unter die Schiene anzubringen. Also auch beim Nano-Decoder ist eine Montage dann von unten unter der Platte notwendig. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.